Hallo und willkommen zu Kraut und Küche. Heute mit einer neuen Folge über Wildkräuter. Und zwar dieses Mal über ein Kraut, das ihr bestimmt alle kennt und alle bestimmt schon mal gesehen habt. Das ist nämlich der Wegerich. Ja, wie der Name schon andeutet, Wegerich wächst an Wegen. Und tatsächlich, wenn ihr mal mit offenen Augen durch die Gegend geht, könnt ihr fast überall draußen, also auch da, wo die Brennnesseln und wo der Löwenzahn wachsen und vor allem eben auch an Wegrändern und auf Wegen und auf festgetrampeltem Boden den Wegerich sehen. Vom Wegerich gibt es verschiedene Arten, nämlich den Spitzwegerich mit ganz langen Blättern oder den Breitwegerich. Der ist sehr rund, eben eher breit und erinnert an die Fußsohle von Menschen. Und wie wir sehen werden, hat das tatsächlich eine ganz weitreichende Bedeutung. Dann gibt es noch den mittleren Wegerich, der ist in etwa zwischen dem sehr langen und dünnen Spitzwegerich und dem breiten und runden Breitwegerich. Eine vierte Art wächst übrigens ganz oben im Gebirge, also in Richtung Alpen. Die werdet ihr wahrscheinlich eher weniger finden. Das macht aber auch nichts, denn Wegerich ist als Heilpflanze in allen Formen gleich gut und wirksam. Hättet ihr gedacht, dass Wegerich tatsächlich eine uralte und hochwirksame Heilpflanze ist? Dem auf die Spur kommt man, wenn man sich die vielen verschiedenen Namen vom Wegerich anguckt. Denn wie viele alte Heilkräuter und Pflanzen hat auch der Wegerich ganz unterschiedliche Bezeichnungen. Auf Latein heißt der Wegerich Plantago und das kommt von Planta, Fußsohle. Hier in Mecklenburg nennt man den Wegerich auch Lägenblatt. Und das kommt von der uralten Bezeichnung für den Schamanen der alten Völker, nämlich Lachner. Auch hier erkennt man schon wieder, dass dieses Kraut offensichtlich ein sehr bedeutungsvolles Heilkraut gewesen sein muss. Ja, und Rich, Wegerich, wo kommt das her? Ganz einfach, der Wegerich ist der Herrscher der Wege. Rich bedeutet so viel wie Herrscher oder Fürst. Das kennt man zum Beispiel auch von Heinrich, der Herrscher des Hains, oder Dietrich, der Herrscher des Volks, oder eben Wegerich, der Herrscher der Wege. Warum wächst jetzt der Wegerich so viel an Wegen? Er ist eine ganz, ganz robuste und sehr starke Pflanze und wächst eben ganz besonders gerne da, wo der Boden schön festgetrampelt wird. Das hat aber auch noch eine andere Begründung, denn eines der Arten, wie sich der Wegerich verbreitet und fortpflanzt, ist, dass er Samen hat, die, wenn sie feucht werden, kleben. Und die haften dann gerne mal unter den Fußsohlen von Menschen und Tieren und werden so durch die Landschaft weitergetragen. So ist der Wegerich auch eine der Pflanzen, die nach Amerika kamen mit den ersten Siedlern und bei den Indianern bekannt wurden als Fußsohle des weißen Mannes. Ja, so robust wie der Wegerich ist, so heilsam ist er auch und so wertvoll wegen seiner vielen interessanten Inhaltsstoffe. So enthält er zum Beispiel ganz viel Vitamin C, aber auch Vitamin K. Und das kennen viele, das ist auch ein blutstillendes Vitamin. Babys, Neugeborene bekommen zum Beispiel Vitamin K-Tropfen, damit eventuelle Blutungen verhindert werden. Dann enthält der Wegerich auch wie viele andere Heilkräuter ganz viele Schleim- und Gerbstoffe. Außerdem viel Kieselsäure. Und das ist ein Stoff, der besonders das Gewebe stärkt. Und hier besonders das Gewebe der Lunge. Ganz viele Mineralien sind auch enthalten, wie zum Beispiel Zink und Kalium. Carotin ist in Spitzwegerich. Und dann ist da noch ein ganz interessanter Stoff drin, das Aukubin. Dieses Aukubin stärkt nicht nur die Leber, sondern vor allem wirkt es auch desinfizierend und antimikrobiell. Und das heißt, wenn man den Saft vom Spitzwegerich auspresst, schimmelt der nicht, so wie viele andere Pflanzensäfte. Und man kann sich vorstellen, dass das auch besonders heilsam und wirksam ist, wenn man diesen Saft einnimmt. Wofür wird der Wegerich genommen? Oder beziehungsweise wofür nimmt man ihn heute noch? Denn tatsächlich wird der Wegerich bis in unsere Tage hinein richtig als Heildroge angebaut. Da gibt es zwei Hauptheilgebiete, und zwar einmal als Hustenmittel und ein anderes Mal als Wundheilmittel. Die alten Germanen kannten den Wegerich als quasi alles Heilpflanze und es war tatsächlich eine richtige rituelle und magische Heilpflanze. Der Lachner, von dem schon die Rede war, oder überhaupt alle Heiler, die sich ein bisschen auskannten, haben früher den Wegerich richtig rituell geerntet. Dazu gehörten also, dass sie zu einer ganz bestimmten Zeit im Sommer rausgingen, um diese Pflanze zu suchen. Sie haben das morgens getan, sie gingen barfuß, sie haben dabei nicht geredet und ganz wichtig, sie haben kein Werkzeug benutzt. Auf jeden Fall keines aus Metall. Und am besten den Wegerich, die Wurzel des Wegerichs, gleich mit der Hand aus dem Boden ausgebuddelt. Das kann manchmal ganz schön mühsam sein, kann ich mir vorstellen. Denn wie gesagt, der Wegerich wächst am Boden auf sehr festgetrampelten Wegen.
Ja, und warum war der Wegerich jetzt so sehr magisch und heilig? Das lag daran, dass früher der Weg selbst bei den Germanen eine ganz besondere Bedeutung hatte. Denn nicht nur bei den Germanen, sondern in allen alten Kulturen, also auch bei den Babyloniern oder den alten Griechen, kennt man diesen Mythos des Weges von der Unterwelt in die Oberwelt und von dort wieder zurück in die Unterwelt. Und damit hat der Wegerich ganz viel zu tun. Bis ins Mittelalter hinein kannte man den Wegerich auch als Kraut der Proserpina. Proserpina ist im griechischen Mythos die Tochter von Demeter, der Göttin des Wachstums und der Vegetation und des Lebens. Und es gibt diese alte Geschichte, dass diese Tochter von Hades, dem König der Unterwelt, entführt wurde. Demeter, die Mutter, war daraufhin so wütend und so traurig, dass sie auf der ganzen Erde das Leben zum Stillstand kommen ließ. So wurde es Winter auf der Erde, es gab keine Vegetation mehr und kein Licht, denn Proserpina war in der Unterwelt gefangen, wo sie Hades heiratete. Wie das so ist, im griechischen Mythos gibt es natürlich wieder eine Lösung. Proserpina wurde wieder freigelassen, aber unter der Bedingung, dass sie jedes Jahr für einige Monate wieder zurück in die Unterwelt kommen muss. Und diese uralte Geschichte ist quasi die Basis von dem, was wir kennen als Winter und Sommer. Und die Germanen kannten das als den ewigen Kreislauf der Göttin, die zurückkehrt unter die Erde im Winter und im Frühling wieder hervorkommt. Wie ich ja schon in anderen Videos erzählt habe, kannten die alten Völker ganz viele Feste, die auch wirklich groß zelebriert wurden. Und bei diesen Festen, die quasi den Weg der Göttin auf die Erde und wieder zurück begleiteten, spielten eben die heiligen Wege eine ganz besondere Rolle. Es gab da auch eben diesen heiligen Wagen, der, wie schon zu Ostern erwähnt, von Hasen gezogen wurde. Und der kam immer auf ganz besonders magischen und heiligen Wegen. Und entlang dieser Wege wuchs da natürlich der Wegerich. Ja, nach dem Glauben der alten Völker war dieser Weg auch der, den die Seelen zum Beispiel nehmen, wenn sie sterben oder zurückkehren auf die Erde. Man glaubte also auch, dass der heilige Weg ein Weg der Seelen war. Und der Wegerich sozusagen eine Verkörperung oder zumindest der Begleiter dieser Seelen, die in die Unterwelt gehen und von dort wieder zurückkehren. Das hat nicht mal unbedingt so viel mit dem Gedanken an Wiedergeburt zu tun, sondern auch damit, dass die Germanen eben ganz viel Kontakt hatten zu ihren Ahnen und glaubten, dass die auf einer anderen Ebene immer noch das Leben der lebenden Menschen begleiten. Ja, und aus all diesen Zusammenhängen erschlossen sich damals die alten Völker auch die ganz besondere Heilkraft des Wegerich. Denn immer ging es dabei um die große Göttin des Lebens, um die Lebenskraft. Und was hängt damit direkt zusammen? Das Blut. Und tatsächlich, man hat inzwischen herausgefunden, dass Wegerich die ideale Pflanze ist bei allen Wunden und kleinen und großen Verletzungen. Mit Wegerich hat man zum Beispiel nach der Geburt die Wunden der Mütter gestillt. Außerdem war der Wegerich die Pflanze des fahrenden Volkes und aller Reisenden. Denn Wegerich half bei allen kleinen und großen Verletzungen, die einem unterwegs so passieren konnten. Wenn man sich zum Beispiel den Fuß verletzt hat oder den Finger geschnitten hat, nahm man einfach so ein Blatt, zerrieb es ein bisschen und legte es auf die Wunde. Das stillt nicht nur die Blutung, sondern, wie schon gesagt, durch das Agubin wirkt das gleichzeitig desinfizierend. Was immer einem Reisenden damals oder eben auch heute so unterwegs passieren konnte, immer war der Wegerich die Heilpflanze der Wahl. Blutergüsse zum Beispiel oder die klassischen Blasen an den Füßen. Auch bei Verbrennungen half der Wegerich und ganz besonders zum Beispiel bei Hundebissen oder sogar Schlangenbissen. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte einer Frau, die von einer Schlange gebissen wurde. Ein Mann, der das sah und herbeieilte, grub Spitzwegerich aus, nahm die Wurzel, feuchtete sie an und legte sie auf die Wunde der Frau. Die hat er vorher noch abgebunden und tatsächlich wurde die Frau so ganz schnell wieder gesund und gerettet. Dem Wegerich sagt man eine eher kühlende und zusammenziehende Wirkung nach. Darum wird er auch oft gerne genommen, zum Beispiel bei Fieberschüben oder bei Entzündungen im Körper. Ja, der Wegerich wirkt nicht nur wundheilend und blutstillend, sondern wie schon gesagt, auch desinfizierend und besonders schleimlösend. Und viele kennen das vielleicht, sogar in den Supermärkten heutzutage kann man hier und da Spitzwegerich-Sirup als Hustensirup kaufen. Den müsst ihr euch aber nicht unbedingt kaufen. Spitzwegerich-Sirup kann man sich zum Beispiel ganz einfach selber machen. Wie gesagt, das Kraut wächst fast überall an allen Wegen. Und wenn man das stapelt und immer schichtet mit Zucker in ein Glas und über mehrere Monate hinweg einbuddelt, bekommt man daraus einen wundervollen Erdkammersirup, der eben auch als Hustenmittel wirksam ist.
Das Rezept dafür findet ihr übrigens hier in der Videobeschreibung. Wie bei so vielen alten Heilpflanzen wurde vom Wegerich übrigens nicht nur das Blatt verwendet. Gerade die alten Schamanen zogen los, um die Wurzel auszubuddeln. Und die hängte man sich zum Beispiel früher auch als schützendes Amulett um den Hals. Auch das wieder ein Ritual, vor allem der reisenden und wandernden Bevölkerung. Später im Jahr, also im August oder September, bekommt der Wegerich übrigens auch noch Samen. Genau die, die dann so kleben und dann unter den Fußsohlen anfangen, selber zu wandern. Auch diese Samen sind übrigens sehr nahrhaft. Der Wildnisexperte Tom Brown zum Beispiel schwört auf seine Peanut Butter aus Spitzwegerichsamen und Butter. Ihr könnt die Samen aber auch ganz einfach sammeln, rösten und euch aufs Brot streuen oder in das Brot, das ihr backt, mit einbacken. Noch ein uraltes Rezept, die Wegerichsamen, nahm man, verkochte sie zu Brei. Und die quellen dann ähnlich auf wie zum Beispiel Flohsamen oder auch Leinsamen. Und diesen Brei hat man früher besonders gerne bei Durchfall eingenommen. Ihr seht also, auch dieses eigentlich ganz gewöhnliche und häufig vorkommende Kraut birgt ganz viele große und kleine Geschichten in sich. Ja, wie ihr seht, der Wegerich ist eine ganz besondere und besonders wirksame Heilpflanze. Übrigens auch ein Bestandteil der grünen Neune. Im Frühjahr sind die Blätter übrigens auch ganz lecker als Zutat im Salat. Und in China und Südamerika wird Wegerich tatsächlich als Gemüsepflanze angebaut. Wer hätte gedacht, dass in dieser eigentlich unscheinbaren und ganz gewöhnlichen Wegepflanze so viel Heilkraft und so viele Geschichten stecken? Wenn auch ihr zu denen gehört, die gerne auf Reisen sind oder unterwegs sind, dann wisst ihr jetzt, der Wegerich ist die Pflanze der Wahl. Und guckt einfach öfter mal zu euren Füßen auf den Boden, ihr werdet ihn tatsächlich fast überall finden. Ein paar Rezepte findet ihr übrigens wie immer hier in der Videobeschreibung. Und wenn ihr selbst noch eins kennt oder eine Geschichte zum Wegerich zu erzählen habt, dann freue ich mich auch über eure Kommentare und Hinweise. So, wo ich jetzt euch so viel über den Wegerich erzählt habe, werde ich mir gleich hier noch ein paar Blätter pflücken und mir daraus einen leckeren Tee kochen. Ein kleiner Tipp noch, wenn ihr euch jetzt selber Wegerichblätter pflücken und zu Tee trocknen wollt, solltet ihr das möglichst rasch tun und möglichst bei 50 bis 60 Grad, sonst geht die Wirkung des Aukubinen nämlich auch ganz schnell verloren. Das war's zum Wegerich und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß und viel Heilkraft auf allen euren Wegen und Reisen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich werde mir jetzt übrigens hier von der Wiese gleich ein paar Wegerichblätter mitnehmen und die für...